Moment mal. Tja, er begleitet uns jetzt ein kurzes Stück. Ich hätte es wissen müssen. Ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Und was? Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Ihr müsst achten. Sei wachvoll. So, mit dem guten Geist haben wir gesprochen, der öffnet uns hier die Brücke. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Uralten. Und jetzt wird es nochmal interessant. Die schwerenden Wälder. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Hier suchen wir zwei Höhlen, in der jeweils ein Artefakt liegt. Und eine oder mehrere Elitegruppen. Ich komme gerade gar nicht drauf klar, wo hier überall die Viecher herkommen. Hier oben ist etwas. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das machen sollte. Eigentlich ist es ja blödsinnig, sich in unnötige Gefahr zu begeben, aber wo bleibt denn da der Spielspaß? Deswegen gehe ich mal hier hoch und rufe mal die Knochen der Verstorbenen. Ich frage mich, wer diese Soldaten getötet hat. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Und da kommen sie auch schon angerannt. Irgendeiner hat was dagegen. Ah, und ein. Dieses Herzgeskelett muss einer von Alarics Männern gewesen sein. Und dennoch hat es angegriffen. Unsere Feinde sind zahllos. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen sie hier festhalten, während die Schlüssel zum heiligen Tempel vor ihrem Anführer, dem Dämon Eresa, versteckt werden. Wir dürfen nicht ins Wanken geraten, auch wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. So, idealerweise gleich ein Level up. Mit ein bisschen Glück noch in dieser Höhle. Kann sein, dass da hinten jetzt noch eine Elitegruppe steht. Ah, unser Templer hat es schon geschafft. Aber der ist sowieso ein Level hinten dran. Also der Templer kann niemals höher sein. Euer Begleiter allgemein kann niemals höher sein als ihr selber. So, hier hätten wir das erste Artefakt. Das wir brauchen, um den überfluteten Tempel zu öffnen. Ja, mal sehen, vielleicht stehen hier unten noch ein paar. Wir haben ihnen den Rest gegeben. So, gut, ein paar haben wir noch, dann haben wir Level up. Alles kein Problem. Das heißt natürlich die nächste Höhle suchen. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist auf erstmal der Chat. Oh, 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 oh. Das ist eine Neuerung. Diese lustigen Dornenkreise um die reflektiert Schaden-Heinis. Die reflektieren nämlich nur noch Schaden, wenn sie diese Aura haben. Das
war vorher auch ein bisschen anders. Aber wenn man sowieso auf alle drauf kloppt, ist das ja ein bisschen schwierig. So, da gibt's Level Up. Was kriegt man Neues? Duplikate, Spiegelbild, nutze ich sowieso nicht. Gewitter, Sturmrüstung. Was haben wir noch? Teleportation. Paralyse wäre eine Überlegung wert, da wir ja hier Blitzschaden machen. Paralyse, wie der Name es schon sagt, die Gegner ein bisschen verlangsamt, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ich schau gleich mal, wenn ich in der Stadt bin. Das möchte ich nicht unbedingt machen, wenn ich hier auf offener Welt gerade rumstehe. Sollten die Templer nicht leben zulassen, der das Böse zu bekämpfen wünscht? Eine interessante Idee. Ich werde sie den Eberhunden. Und natürlich. Wie tötet sich das an? So, der ist geschafft. Jawohl. Damit hätten wir das zweite Artefakt. Düsen nach Tristram. Und schauen mal. So, das ist Blödsinn. Das ist... nee. Was habe ich denn hier eigentlich? Ach, das ist schon... Ach so. Nein. Das lassen wir erstmal so. Und ab geht's zum überfluteten Tempel. Bis hier hinten eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt. Jetzt kann es nochmal lustig werden. Einfach mal so, weil das Ding weiter schießt. Und jetzt kommt ein Dreiergespann aus Elite-Skeletten, die relativ stark sind, beziehungsweise viel aus. Heilige Mutter. Sowas übersehe ich gar nicht gerne. Hi Magda. Was meinte sie damit? So, Dalle. Übrigens sind die selber gefunden. Wo ich gerade mal schaue, ist nichts Tolles, aber ich mag das immer, Legendaries aufzuheben in Diablo 3, weil es so verdammt wenige gibt. Es gibt schon viele, aber man findet die halt relativ selten. So. Zumindest geht's mir so. Ich habe nachgedacht. Das kann nicht einfach gewesen sein. Da hat er ja übelst den Witz gerissen, der Dorfbewohner. Ich werde euch übersetzen, aber seht euch vor. Sie zerstören die Stadt! Flieht! So, dann wollen wir einmal Magdas Invasion hier beenden. So.
wird es interessant. Ihn hier möchte ich schnell kaputt machen. Und jetzt haben wir ein Problem. Ach du Scheiße. Oh, Aufseher. Wenn die uns erwischen hier. Oh, das wäre fies gewesen. Die Leute in der Kapelle brauchen meine Hilfe. Ich gehe voran. Ich möge meine Teilsartikulationen entschuldigen. Das ist Kurzschlussreaktion. Wo geht's? Hier geht's rein, genau. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kanes Haus. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung, was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Ah, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin.